Hallöchen und weiter geht's mit Dragons. So, wir sehen, unser ohne Zahn ist zurück, unser grüner Tod natürlich hoch. Das ist natürlich optimal für uns. Da können wir erstmal nochmal hier bei Johann die Lage checken, holen uns nochmal ein paar Apple, sammeln die gleich mal ein für 600 Fisch. Das war eigentlich wie geschenkt, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, checken wir auch gleich mal unsere Drachen, schicken die alle nochmal neu los, sammeln unsere Materialien ein und gucken, was wir dann anschließend hier noch so reißen können. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall sieht es erstmal ganz gut für uns aus. Außerdem haben wir ein Event. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Wir können natürlich eine ganze Menge exklusive und limitierte und natürlich auch einzigartige Drachen hier abstauben. Von daher müssen wir mal gucken, was da so geht. Ich bin gespannt. Gucken, was unser ohne Zahn uns mitgebracht hat. Cool wäre natürlich, wenn dann Drachenei mit am Start wäre. Ich meine, ich habe ihn schon extrem oft losgeschickt. Hatte immer Pech. Von daher hoffe ich einfach mal, dass es jetzt einfach mal funzt. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Was da so geht, unser grüner Tod ist natürlich hoch zurück. Das ist natürlich auch extrem nice für uns. Können wir erstmal wieder einsammeln, gucken, was der so hat. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir alles im grünen Bereich. Die Akademie wollte ich nochmal kurz checken. Gucken, ob wir noch einen Drache pimpen können, aber ich weiß es nicht. Nee, drei Drachen sind noch im Training. Da werden wir auch gleich mal gucken, welche drei das sind. Das ist mir natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, dass ihr wisst, wen ich trainiere. Weil ich will schon von euch ein paar Tipps haben, wo er sagt, nee, trainier lieber den oder nehm lieber den. Der ist auf jeden Fall viel sinnvoller, der sammelt besser Material, der hat ein Kostüm, der hat Keens, was weiß ich, keine Ahnung. Der ist im Kampf natürlich ein bisschen stärker, ist ein Fernschussdrache oder ein Verteidigungsdrache. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, welche Drachen ich hier pimpen soll. Wenn er meine Let's Plays verfolgt, würde ich einfach mal sagen oder behaupten, dass ihr einen Plan habt, was ich hier für Drachen auf Berg besitze. So, checken wir erstmal einen grünen Tod, gucken, was da so geht. Da geht nichts, der kann erstmal wieder vor 8 Stunden losflattern und was suchen. So, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir checken erstmal hier. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Event. Hier gibt es natürlich eine ganze Menge Drachen am Start. Luftpost, den Zahnhaken. Dann gibt es Grovians Erzfeind, den rasselnden Qualmdrache Hitzkopf. Farmfroher Sturzflüger, Pfeilsturm, Krawalle, Flügelteil, Fährte, Hakenzahns, Freundin. Maskierter, süßer Tod. Also gibt es eine ganze Menge. Ich finde sie auch alle relativ nice, muss ich sagen. Nur das Ding ist, mir gefällt auf jeden Fall am besten der maskierte, süße Tod, weil der natürlich materialtechnisch, klar, der sammelt nur 2 Stunden 35 Minuten, aber sammelt da auch über 10 Mille Holz. Von daher ist das auf jeden Fall eine richtig derbe Kiste. Außerdem vom Eisen her ist der auch nicht zu schlagen. In 5 Stunden 7 Minuten schleppt der hier 8 Stücken Eisen an. Also das ist natürlich ein guter Kracher. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiter geht's mit Hakenzahns Freundin. Die sammelt nur 2 Stunden 5 Minuten. Fischmäßig natürlich auch extrem gut. Kann man nichts zu sagen. Von der Stärke her auch extrem nice, kann man auf jeden Fall im Kampf gut mit einsetzen, von daher wäre natürlich ohne optimale Sache. Bei mir flügelten Gefährte, seht ihr selbst, der ist natürlich noch ein bisschen besser, weil erstens sammelt der 7-mal Eisen, zwar 19 Stunden 26 Minuten, aber Hakenzahns Freundin kann das ja nicht. Und von der Materialsammelzeit fischtechnisch 5 Stunden 15 ist natürlich auch besser als 2 Stunden 05, von daher denke ich, ist es eine sinnvolle Sache, den hier eher zu wählen als Hakenzahns Freundin. Dann haben wir hier Krawall. Der sammelt natürlich auch nice Material. 5 Stunden 15 Minuten hier auch 1926. Okay, da wäre der Krawall eventuell sogar noch besser als der geflügelte Gefährte. Auf jeden Fall vom Material sammeln her ist er besser. Zwar nicht so wirklich, aber naja, ein bisschen schon. Hier seht ihr natürlich Verteidigungsdrache und das ist natürlich ein Drache mit einer extrem hohen Feuerrate. Von daher unterscheiden die sich doch ein bisschen. Seht ihr selbst, dann haben wir hier den Pfeilsturm materialtechnisch. Sammelt dann natürlich auch extrem nice, kann man nicht sagen. Über 10 Millionen oder über 11 Millionen so, ja. Von daher, heftige Kiste, schöne Ding auf jeden Fall. So, und da, wie ihr seht, Fisch und Holz sammelt da gleichmäßig, also ist relativ ausgeglichen. Klar, der Nachteil ist, dass er kein Eisen, sammeln kann. Und von der Power her ist es natürlich auch nicht so ein krasser Fernschussdrache. Von daher würde ich sagen, nö, sucht den mal nicht. So, weiter geht's mit unserem farmfrohen Sturzflüger. Der sammelt natürlich 22 Stunden und 10 Minuten, finde ich natürlich auch megamäßig gut. 1,18 Millionen pro Stunde, also kann man auf jeden Fall auch extrem Hütte brauchen. Von der Sammelzeit 8 Stücken Eisen in 20 Stunden kann man auch nichts sagen. Von daher checken wir gleich mal den nächsten. Hier sieht es natürlich nicht so gut aus, finde ich. Also klar, Eisen sammelt er, aber hier von der Material sammelt
Höhe pro Stunde, naja, da bin ich nicht so begeistert. Also 282.000 Fisch pro Stunde und 676.000 Holz ist nicht so der Kracher. Gehen wir erstmal weiter. Wen haben wir hier? Hier haben wir den rasselnden Qualmdrache am Start. Den hätte ich natürlich auch gerne. Und cooler Drache, kann man nichts zu sagen. Sammelt Eisen, sammelt auch Material relativ gleichmäßig oder genau gleichmäßig, sagen wir es so, klar, auch nicht so viel pro Stunde, von daher wären die vorderen schon ein bisschen besser. Dann haben wir hier den Grobians Erzfeind, der ist natürlich auch megamäßig gut im Sammeln, also hier seht ihr gleich 2,25 Mille Fisch und auch Holz pro Stunde, 7 Stunden, 55 Minuten on Tour, also kann den kann man auf jeden Fall auch extrem gut gebrauchen, muss ich sagen. Von daher könnte man den auf jeden Fall nochmal suchen. Weiter jetzt mit Zahnhaken. Der sammelt natürlich auch fischtechnisch absolut gut. Seht ihr selbst, aber auch nur 5 Stunden, 15 Minuten on Tour. Von daher kann ich auf den auch verzichten. Und dann haben wir hier noch den Luftpost. Da seht ihr natürlich auch, der sammelt nur 2 Stunden, 5 Minuten, aber dafür 2,82 Mille Fisch und auch Holz auf Level 90. Von daher relativ nice. Eisen sammelt da ja nicht, von daher, naja, nicht so doll. Also ich würde mich auf jeden Fall für Grobians Erzfeind entscheiden. Dann für den farbenfrohen Sturzflügler, muss ich sagen. Und dann hatten wir hier noch, wen würde ich noch nehmen? Naja, und auf jeden Fall den maskierten süßen Tod. Also wenn ihr euch 5 Stück hier aussuchen könntet, welche 5 wären das? Also bei mir wäre der maskierte süße Tod, dann würde ich auf jeden Fall hier den geflügelten Gefährte mitnehmen. Weiter würdet ihr ihn mit dem Krawall, denke ich schon. Cool wäre natürlich, wenn man hier sehen würde, was für Material der braucht, um natürlich das Eisen zu sammeln. Hier geht man davon aus, dass er hier Holz braucht und hier Fisch. Könnte ich mir denken. Weiß ich aber nicht genau, aber wäre, denke ich mal, das Sinnvollste. So wie gesagt, die 3 wären auf jeden Fall cool. Maskierter, süßer Tod, geflügelter Gefährte, Krawall. Dann jetzt weiter mit dem farbenfrohen Sturzflügler. Den hätte ich auf jeden Fall auch gerne, weil der natürlich relativ lange sammelt. Also wenn man dann doch mal sagt, Mann, Alter, heute bin ich mal einen Tag nicht online, schaffe es einfach nicht, dann kann ich den auf jeden Fall gut einsetzen. Von daher auch eine coole Sache. Und dann muss ich auch sagen, ist der rasselnde Qualmdrache, naja, den finde ich jetzt nicht so mega. Das war, ach so, und Grobians Erzfeind hatte ich noch gesagt. Den finde ich natürlich auch absolut gut. Von daher werden die 5, ich weiß nicht, welche 5 würdet ihr nehmen, schreibt das mal in die Kommentare. Bei mir sind, wie gesagt, Grobians Erzfeind, dann der farbenfrohe Sturzflügler, der, wen hatte ich gesagt, den Krawall und den geflügelten Gefährte und natürlich den maskierten süßen Tod. Also die 5 hätte ich. Schreibt ihr mal in die Kommentare, welche 5 ihr hättet. Würde mich mal interessieren. So, checken wir hier erstmal unseren Ohnezahn, gucken, was der uns mitgebracht hat. Ey, gibt's da nicht wieder mal nur Fisch? Das Doofe ist, unser Lager ist so knüppeldicke voll. Von daher müssen wir erstmal Fisch investieren, um Drache weiter zu pimpen. Da würde ich sagen, nehmen wir gleich mal den Sturmschneid. Knüppeln hier nochmal 99 Mille Fisch ruf. Haben jetzt erstmal wieder 100 Mille Platz, beziehungsweise gleich 75. So, sammeln das ein. Oh, bittere Aktion, Alter. Den hätte ich ja so wohl absolut gerne. Das ist der hier, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Der maskierte süße Tod, also den hätte ich auf jeden Fall absolut gerne. Wäre auf jeden Fall richtig nobel, wenn da was geht. Ich weiß ja nicht, wie sucht ihr? Also sagt er, Mann, ich suche meistens hier vorne. Aber das Ding ist ja, bei dem Event könnt ihr immer nur das Ei finden, was er auch sucht. Von daher weiß ich nicht, wen sucht ihr? Schreibt das mal in den Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wäre auf jeden Fall eine noble Sache. Also die Top 5 habe ich euch gesagt. Ich suche auch gleich nochmal den maskierten süßen Tod und hoffe natürlich, dass ich ihn bekomme. Wäre eine coole Sache. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir wieder durch. Wir müssen uns eben ein bisschen gedulden. Was haben wir hier? Wikinger, ja, es ist der 16. Tag von Snoggle Talk. Das ist erstmal gut. Checken wir erstmal unser Geschenk. Oh, 10 Runen ist ja nicht so der Kracher, aber naja, okay. Sondern für Zeit, ohne Zahn, sucht in kurzer Zeit nach diesen 12 Drachen. Also wie gesagt, 12 Drachen gibt es. Von daher hoffe ich einfach mal, dass ich noch irgendwie ein bisschen Glück habe. Also ich habe meinen Ohnezahn bestimmt schon 10-mal losgeschickt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall absolut oft. Naja, 10 vielleicht nicht, aber 6, 7 mit Sicherheit. Weiß ich nicht, auf jeden Fall war ich immer am Start, wenn ich hier meinen Ohnezahn suchen lassen konnte. So, wie gesagt, erstmal sind wir wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.